Der Auftakt der Trojaner-Kampagne beginnt mit absolutem Chaos. Die Römer sind gerade dabei, Troja zu erobern und der Kampf ist aussichtslos. Unser Ziel ist es daher, den Hafen zu erreichen, während die Stadt um uns herum auseinanderbricht. Dafür haben wir aber nur eine Stunde, auf normal sogar nur 50 Minuten Zeit und müssen uns durch umkämpftes Gebiet bewegen, ohne ins Kreuzfeuer zu geraten. Es hilft aber auch nicht, dass wir nicht die Sicht der übrigen trojanischen Verteidiger teilen und uns daher ziemlich blind durchs Gefecht bewegen müssen. Wir starten mit einer Gruppe Flüchtlinge aus 10 Dieben, 3 Gründungskarren, einigen Priestern und einigen Soldaten. Wir halten auch etwas Mana für die Priester und auch vielleicht sogar zusätzliche Soldaten, Diebe, 100% Kampfkraft und noch mehr Mana. 10 der Soldaten, 5 Diebe und mindestens einen Gründungskarren müssen es zu den Fähren schaffen. Steuergruppen sind hier unser bester Freund, da wir unsere Gruppe nicht gemeinsam auswählen können. Die Gründungskarren sind leider weitgehend auf die Straßen beschränkt und das bedeutet, dass sie sehr ungünstige Wege nehmen müssen. Auf normal haben wir auch nur 33% Kampfkraft, Kämpfe außerhalb von verbündeten Gebieten sind also ziemlich aussichtslos. Es gibt theoretisch viele Wege zum Ziel, aber selbst ohne Fog of War schien es zunächst keinen wirklich sicheren Weg zum Ziel zu geben. Wenn wir doch nur diese dummen Steine an den Straßen wegbekämen. Wer stört denn jetzt? Hi, wir wollten nur fragen, ob Sie Zeit haben, mit uns über unseren Herrn und Erlöser, den Abkürzungszauber, zu reden. Stimmt. Wenn ihr mein Video zum Abkürzungszauber gesehen habt, wisst ihr, dass der Zauber, wenn er Gebiet terraformiert, auch alle Deko-Objekte entfernt. Und zwar wirklich alle, sogar Weltwunder. Und da die Trojaner Wiese zu Schlamm verwandeln, können wir ihn überall da einsetzen, wo Wiese ist. Sobald ihr eure Steuergruppen erstellt habt, zieht eure Einheiten über die Straße Richtung Südwesten. Nur die Pioniere lasst ihr zurück. Folgt der Straße an die grüne Grenze, erobert den Turm, reißt ihn wieder ab und geht dann ins blaue Gebiet. Dort werdet ihr zwei Straßenabschnitte sehen, die durch Steine voneinander getrennt werden, weshalb die Gründungskarren nicht den kurzen Weg nehmen können. Zaubert sie mit dem Abkürzungszauber weg und folgt dem Weg weiter nach Süden bis zu den trojanischen Türmen. Dort sollte sich ein weiterer Übergang befinden. Hier greift ihr mit euren Soldaten an und erobert den Turm im Süden. Auch den reißen wir wieder ab. Zieht dann eure Flüchtlinge durch das blaue Gebiet im Osten. Hier ist viel Wald, aber auch den könnt ihr wegzaubern, um wieder auf die Straße im Osten zu gelangen. Bewegt euch oberhalb des Sumpfes entlang über den Grasstreifen auf die andere Straße und folgt dieser dann nach Süden. Sie wird euch zum Hafen führen. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet Wiese zu Schlamm mal den Arsch rettet? Es gibt aber noch eine Alternative. Lasst eure Pioniere das Startgebiet erobern und schickt mindestens einen, aber maximal 5 Diebe die Straße entlang, wie im ersten Versuch. Dieses Mal folgen wir aber der grünen Grenze nach Südwesten, bis ihr römische Aussichtstürme seht. Bewegt euch zwischen Berg und Sumpf, bis ihr die Kohlenminen findet und stehlt mindestens einen Sack Kohle. Bleibt aber nicht zu lang dort, da das Gebiet auch von feindlichen Bogenschützen patrouilliert wird. Bringt die Kohle wieder zurück ins Startgebiet. Dort solltet ihr inzwischen die nordwestliche Küste und genug Platz für ein Lager, einen Holzfäller, eine Werkzeugschmiede und ein kleines Wohnhaus erobert haben. Opfert einen der Gründungskarren und nutzt den Geschenkzauber, um an Eisen, Holz, Stein und weitere Hämmer zu gelangen. Mit der gestohlenen Kohle lasst ihr eine Axt für den Holzfäller herstellen, dann rodet ihr die Bäume an der nordwestlichen Küste, bis ihr eine Werft bauen könnt. Diese wiederum lasst ihr zwei Fähren bauen, die ihr mit den nötigen Einheiten beladet und über die südwestliche Ecke der Karte zum Hafen schickt. Die andere Seite wird von einem feindlichen Kriegsschiff bewacht. Dieser Karte fehlt leider auch einiges. Hier wäre es schön gewesen, weitere Soldaten und Einheiten finden zu können. Zumindest auf leicht sollte man vielleicht auch die Sicht der Verbündeten haben, damit man nicht blind durch die Stadt laufen muss. Mir fehlten auch Lazarette. Diese hätte man in Troja verstreuen können, damit der Spieler seine Soldaten zwischendurch heilen kann. Und unabhängig von der Schwierigkeit hätte man 100% Kampfkraft zum Start bekommen sollen, damit man bei den Kämpfen, denen man nicht ausweichen kann, nicht völlig chancenlos ist.